Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Wir stehen hier in der Stadt der verlorenen Seelen und ich muss auch mal ganz kurz schauen, von wo wir gekommen sind. Jawohl, von da unten. Das heißt, wir müssen hier rein. Das mache ich auch direkt mal. Aha, hier sind schon wieder die Dämonen am Werk, aber zack, zack, liegen die auch schon wieder am Boden. Ich muss natürlich hier wieder die Loot-Teilchen einschalten. Aha, die Troglodyten, die sind auch wieder da. Also ich denke mal, die heißen so. Wenn nicht, dann liegt es an meiner super formschicken Let's Play-Brille, die nicht alles in HD wiedergibt, was ich hier so auf dem Monitor habe. So, ich muss die Schuld ja irgendwie von mir abweisen. Okay, kommt her, ihr kleinen Viecher. Jawohl, alle getroffen. Das ist doch schon mal eine Leistung. Jetzt müssen wir die noch alle umsegeln. Jawohl. Zack. Die legen wir auch mal kurzerhand schlafen. So, wir befinden uns im letzten Akt. Ich denke, wir benötigen noch ein wenig. Ne? Also der Akt ist ziemlich lang, finde ich. Also auch für ein Add-on finde ich das schon recht ordentlich, was hier nochmal an Level-Design nochmal zustande gekommen ist. Aber letztendlich wird es bald irgendwann, wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr, aber ich denke mal Anfang nächsten Jahres zu einem Ende kommen. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. So, ich muss mir ja irgendwelche Sachen, die brauche ich ja noch nicht. Ich muss mir ja irgendwelche Ziele setzen. Und dann würde ich sagen, ist mal Grim Dawn dran. Danach wird ja schon ein paar Mal gefragt und ich bin schon ein bisschen im Verzug damit. Ich wollte das eigentlich schon direkt beim offiziellen Release spielen. Ich habe mir sogar schon eine Klassenkombination ausgesucht und in die Richtung, in die es gehen soll, ob das jetzt so gut ist. Ich spiele das dann ohne Guide anders als hier, wobei hier habe ich ja auch... Du hast keinen Platz mehr. Ja, natürlich. Der Guide sagt mir, ich muss verkaufen, das mache ich auch mal eben. Nee, ich habe es ja auch mal verbockt, weil ich hier zwei Guides mal durcheinander gewürfelt hatte, weil ich nach einer Formatierung oder was auch immer oder verlorenen Bookmarks den Guide nicht mehr wiedergefunden habe. Hab dann aus Versehen auf Intelligenz geskillt. Das war nicht so intelligent. Es ist dir nicht leicht. Versuche einmal mit all diesen Frauen zu verhandeln, die dich in eine Maus verwandeln können, wenn ihnen etwas nicht passt. Ja, die Frostsense wäre natürlich schon cool, ne? Aber das ist leider nichts für uns. So, das packe ich mal weg. Achso, hier war ich mir unsicher, ob das als Speer gilt. Es sieht zumindest fast so aus, ne? Aber ich glaube, wir verlieren ein bisschen... Ja, ein bisschen viel. Ich verkaufe das einfach mal. Wir werden schon irgendwann was Besseres finden. Das wollte ich, glaube ich, anziehen, wenn ich die Stärketeile abgeknibbelt habe. Warte mal, da machen wir das doch jetzt. Beziehungsweise, das sind ja die gleichen Sachen hier. Warte mal, der hat 210 Rüstung, der 252, der ist schon mal besser. Ah, der hat Durchschlagschaden und Bewegung. Der hat auch Bewegung und zwar mehr als der. Verteidigungsqualität und 6% Wahrscheinlichkeit, der ist mir besser. Also ich finde den hier besser, deswegen will ich den hier mal verkaufen. Das Ding kommt in unsere Karawanentruhe. So, hier haben wir natürlich einen Stab, der super viel Platz wegnimmt, weg mit dem Schrott. Jetzt habe ich nicht geguckt, was der Helm hat. Aber ich denke mal, dem trauen wir nicht hinterher. So, den Sachen sowieso nicht. Das nicht. Das nicht. Ja, und der Rest ist halt Schmuck. So wie das. Und das hier. Oh, Stärke. Und das. Jawohl. Jetzt fehlt immer noch so ein Auto-Vervollständigungs-Button. Aber naja, kann man nichts machen. Ich werde es mal hier nach vorne verlagern. Aber ich sehe schon, wir haben noch einen hier. Haben wir sonst noch was hier von den epischen Stachelpanzer? Kann Schilde verstärken, 24 Schaden, 6% Schildblock. Das wäre wahrscheinlich lieber für den Schild. Aber wie gesagt, wir müssen das... Oh, ich habe ja noch einen. Wir müssen das erstmal komplett kriegen. So, habe ich noch irgendwas, was ich kombinieren kann, was mir noch nie vorher aufgefallen ist? Ich würde erstmal sagen, ja... Ich wollte schon fast Nein sagen, aber ich habe es mir nochmal anders überlegt. Gut, das ist das nicht. Okay, dann hätten wir das, glaube ich, auch. Ja, doch. Doch, ich würde sagen, dann haben wir das erstmal. Der hat keine Verabschiedung genannt, das ist aber nicht nett. So, ich will aber eigentlich mal zu so einem Endzauberer. Haben wir einen Rhodos ein? Da wollen wir mal eben schauen. Dann kann ich nämlich die Beinschienen endlich ersetzen. Das wollte ich ja, glaube ich, schon ewig machen. So, ach ja, wohl, hier haben wir einen. So, ich glaube, die müssen wir erst ablegen.
Ah nee, ich glaube, das können wir auch so machen. Relikte wiederentdecken. Gegenstände zurückholen. Mhm. Ich hätte gerne das Relikt zurück. Jawohl. So. Zack. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. So, jetzt können wir nämlich diese Dings hier verzaubern. Dann haben wir den Stärkebonus wieder drauf. Jawohl, das möchte ich gerne. Und natürlich auch ausrüsten. Und wir haben immer noch nackige Beine, die uns super vor Hiebschaden schützen sollen. Aber dafür haben wir so Klumpen an den Waden. Aber Hauptsache, die Schenkel sind frei. Ha, damit wahrscheinlich der Schenkelklopper zur Geltung kommt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind diese Rüstungen schon wieder total unpraktisch. Also rein optisch unpraktisch. Aber letztendlich zählen ja nur noch die Zahlen hier, die, hier mal so eine Laterne ziehen oder so können wir nicht, ne, nee, schade. Gut, hier geht's auch nicht weiter, wir müssen dort die Dinger irgendwie aufbekommen. Aber wo, warte mal, hier geht's runter, jawohl, dann gucken wir erstmal hier unten. Und stechen die nieder. Warum schreie ich eigentlich immer so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann mal angefangen zu schreien und dann habe ich es beibehalten. Ich habe keine Ahnung. So. Ah ja, ich wollte schon sagen, hier waren wir schon. Aber hier waren wir noch nicht. Da haben wir einen Brunnen, jawohl. Dann fallen wir nicht so weit zurück. Ah ja, ich glaube, diese Woche wird es nur eine Folge geben, weil ich jetzt zum Wochenende verreise und überhaupt nicht zu Hause bin und am Sonntag erst relativ spät wieder nach Hause komme. Deswegen wird es diese Woche, also ich nehme jetzt zwei Folgen auf, dann wird es diese Woche eine Folge geben und dann nächste Woche eine Folge, damit ich mich hier nicht unter Stress setzen muss, ne? So, ich denke, das kriegen wir hin. Auch wenn Titan Quest wieder so ein ganz, ganz klein wenig hinterherhinkt. Aber manchmal habe ich halt keinen Bock aufzunehmen. Aber wie gesagt, wir ziehen das hier durch. Den legendären, den stelle ich erstmal auf, wenn es wahrscheinlich sehr viele interessiert. Oh, wir sollten den jetzt töten. Stelle ich erstmal ein bisschen hinten an. Weil ich, wie gesagt, man wird dann doch irgendwann müde, wenn man die ganze Zeit nur ein einziges Spiel spielt. Und ich möchte gerne jetzt, wie gesagt, Grim Dawn danach spielen. Mal ein bisschen, es war dasselbe Genre und dieselbe Engine. Also es wird einem viel bekannt vorkommen, was die Menüstrukturen und so weiter angeht. Aber es ist nochmal ein frisches Setting und es spielt sich auch ein bisschen moderner. Von daher ist Titan Quest nach dem epischen Schwierigkeitsgrad erstmal auf Eis gelegt, was den legendären Schwierigkeitsgrad angeht, wenn wir jetzt hier durch sind. Ah ne, das sind auch noch welche. Okay, die will ich auch noch machen. Die Erfahrungspunkte nehme ich noch mit. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht machen wir das so, dass wir den Charakter im Livestream vielleicht dann nur noch spielen. Bei Grim Dawn könnte man das später genauso machen. Na, war ja klar, dass die Truhe hier nicht unbewacht ist. Auch schön, dass alle Zauber hier schon gewirkt sind. Ja, super. Okay, das wird nichts. Das heißt, wir müssen die niederstechen. Auf die jute alte Art. Oh, schön. Guck ich mir gleich mal an, was das ist. Das ist doch bestimmt hier nicht. Hier. Oh, Durchschlagsschaden. Das ist natürlich auch cool. Achso, ich habe natürlich das Schwert nicht weggepackt, ich Idiot. Nun gut, aber hier oben ist alles geplättet. Hier auch, jawohl, dann können wir also weiterziehen. Ich denke, ihr werdet nicht traurig sein, wenn wir erstmal was anderes spielen aus demselben Genre, um ein bisschen Abwechslung auf den Kanal zu bringen. Denn nur Titan Quest, es ist ein richtig cooles Spiel, versteht mich da nicht falsch, aber nur ein und dasselbe Spiel möchte ich nicht spielen. Ich denke, das geht den meisten genauso. So, jetzt bin ich aber hier auf volle Kanone reingelatscht. Ja, super, behakt mich mit Feuer. So, tschüssken, du auch. Lasst mich bitte in Ruhe. So, zack. Und ich denke, im Livestream werden wir auch die ganzen Nebenquests aus dem normalen Schwierigkeitsgrad erstmal nachholen. Quasi mein altes Versprechen nachholen. So, ich loote erstmal hier schön die Kisten. Ja, da unten war auch noch irgendwas. Das ist mir auch relativ egal. Weil das Ding liegt sowieso. So, du brauchst gar nicht weglaufen. Dich kriegen wir, definitiv. Was haben wir hier denn noch für Gesocks rumlaufen? Ha.
zumindest viel Totes gesorgt. Achso, da oben wird es wahrscheinlich dann weitergehen. Da ist schon wieder der nächste Brunnen über der Brücke. Aber ich will erstmal hier unten gucken. Da waren ja noch ein paar Gegner. Und da geht es auch nochmal runter. Nicht, dass wir hier so eine Nebenquest übersehen. Das würde mir dann genauso gehen wie im normalen Schwierigkeitsgrad, dass ich einfach so viele Nebenquests ignoriere und übersehe und vergesse, dass ich dann irgendwann verspreche, die nachzuholen und es denn Anschein hat, dass ich das dann nicht tue. So, erstmal hier die Priester wegkloppen. Hallo. Einmal sterben bitte. Jawohl. Ah, da sind noch Viecher. Aha, Gold gibt das her. Achso, ich bin betäubt oder sowas ähnliches. Super, hier haben wir wieder die Riesenklopper. Und tot. Aber den nehme ich gerne mit. Ah, yes. Das sah sehr bedrohlich aus. Wahrscheinlich ist es auch nicht gesund. Ich mache erstmal die ganzen... nein. Ach, Mann. Da konnte ich mich einmal kurz nicht bewegen und schwuppdiwupp ist man tot. Ich bin einfach zu unfähig. Ihr könnt es ruhig in die Kommentare schreiben. Glenman, du sagst, du bist so unfähig dafür. Ja, bin ich. Also, wir hätten auch direkt hier runter gekonnt. So, aber erstmal hier die Zauber wirken. Vor allem den Berserker wegkloppen. Und dann können wir uns hier um den großen Mats kümmern. Oder Max, besser gesagt. So, da geht er down. Wir haben unsere Erfahrung wieder. Ein bisschen Gold. Naja, nicht der Rede wert. Wobei, wenn ich den gelben Abschnitt da unten angucke, dann war das doch nicht so verkehrt, nochmal hier hinzugehen. Das war schon eine ganze Menge. Aber wir müssen hier oben weiter. Ich hätte vielleicht den Brunnen erst aktivieren sollen, dann... Naja, das dürfte vom Fußmarsch eigentlich dieselbe Strecke sein. So, da ist er nämlich auch schon. Der schreiende Wiederbelebungsschrein. So, dann schauen wir mal hier durch. Da ist eine Höhle. Müssen wir denn da rein? Leider wird das ja nicht markiert. Das heißt, man muss ja auf gut Glück reindümpeln. Ansonsten haben wir halt so ein bisschen explored und, ja, ein bisschen die Gegend erkundet. Aber das Ding scheint mehrere Aus- und Eingänge zu haben. Es scheint zumindest so. So, erstmal die Hexen vernichten. Und eine Hexenkönigin. Ah, ja. Schön mit Pferdeschwanz. Gut, was hat uns das Spiel in diese Kiste positioniert? Okay, ein bisschen Gold. Nicht der Rede wert. Ah, da geht's regulär weiter. Gut zu wissen. Ich gehe dann trotzdem nochmal raus. Ach, ne, geht ja gar nicht. Gut, da vorne geht es regulär weiter. Zu erkennen an diesen hier Leuchtfeuern. Aber ich wollte da oben nochmal schauen, ob da noch irgendwas von Bedeutung ist. Nicht, dass wir jetzt hier so einen Glitzerstein oder sowas übersehen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Quest, wo wir hier diese Steine sammeln mussten. Aber ich glaube, wir hatten nur drei oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die Quest nicht erfüllt. War das irgendwas für harte Schatz? Ach nee, Schatzkammer hatten wir, ne? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich hier auch schon eine ganze Menge Quests, lass mal eben schauen, übersehen. Wie zum Beispiel Außenposten im Wald. Den haben wir definitiv übersehen. Ach, man kann ja nicht scrollen. Ich vergesse das jedes Mal. Und dann haben wir noch hier der feindliche Hauptmann und ein gefährlicher Auftrag. Das müssen wir auch noch erledigen. Vielleicht mache ich das auch noch. Ja, nicht nur vielleicht. Ich werde das definitiv tun. So, zack. Alles tot, wunderbar. Achso, da geht's weiter, genau. Ich habe das, glaube ich, nur nicht weiter erkundet. Ach, hier kann man überhaupt nicht rein. Hier ist alles verschüttet. Nun gut, dann gehen wir mal hier rein und ja, stiefeln die Stufen hinab. Und was finden wir hier? Jetzt hätte ich mich doch schon fast erschrocken vor so einem kleinen Mini-Zeugs hier. Aber es kam unerwartet und ich bin sehr schreckhaft. Also, ne? Horrorspiele wird es von mir nie geben. Ich kann noch nicht mal hingucken, wenn ich die Let's Plays dazu sehe. Kann ich einfach nicht. Was ich richtig hasse oder nicht ausstehen kann, besser gesagt. Naja, kommt ja das Gleiche raus letztendlich. Sind diese Entschuldigung, Jumpscares. Ich komme darauf nicht klar. Also eine gruselige Atmosphäre. Ohne, buh, ich bin jetzt vor der Kamera, Moment. Kann ich mir eigentlich ganz gut geben. Aber, ja, diese Jumpscares, die hauen mich meistens so aus den Latschen, dass ich das Spiel nicht mehr anpacke. Und ich erstmal nicht mehr schlafen kann die nächste Zeit.
Ja, so extrem ist das bei mir. Warum hält der so viel aus? Doch nicht wegen der Rüstung, oder? Die wir jetzt übrigens looten können. Die halten aber auch so viel aus. So, hier nochmal ein paar Doppelschläge und hast du nicht gesehen. Oh, hier geht's noch weiter runter. Das will ich aber eigentlich noch gar nicht. Denn ich will auch mal hier vorne gucken, was sich in dieser Kammer verbirgt. Ah ja, Untote. Wie sollte es auch anders sein? So. Die erste Meute haben wir schon mal schlafen gelegt. Ein zweites Mal. Ich habe keine Ahnung, wie oft die auferstehen können. Aber ich glaube, Skelette sind sowieso nur Marionetten von irgendwelchen magischen, Magiewirkern oder was weiß ich. So. Magie gesteuert. Genau, die haben keinen eigenen Willen. Zumindest ist es in vielen Spielen so. Okay, es geht definitiv nur darunter. Es ist gut. Dann ist das linear und ich kann mich nicht verlaufen. Ha, herrlich. Ah, ja, die knistert schon. Die warten schon auf uns. Man hört quasi die Luft knistern durch unsere Anwesenheit, auch wenn wir die Sturm... Meisterschaft nicht gewählt haben. Hä, ja. Ich habe übrigens mal ein Let's Play gesehen von jemandem, der, glaube ich, Verteidiger und... Sturm gespielt hat. War auch ganz interessant, aber mein Spielstil ist es, glaube ich, nicht. Ah ja. So, erstmal hier schön in die goldene Mitte. Und jetzt einen nach dem anderen niederstechen. Schön im Berserker. Oh, zwei Berserker. Bevor die hier ihre Schläge aufladen können. Ach nee, die können das gar nicht. Das sind, glaube ich, andere. So, was haben wir hier? Aha, Kopfwickel, Großhelm, der Gewandtheit. Das könnte cool sein. So, hier ruhig mal ein paar Schläge verteilen. Jawohl, und der stirbt sowieso jetzt. Oh, gibt den Trank her. So, haben wir hier oben noch was, bevor wir weitergehen? Nee, von hier sind wir gekommen. Wir haben aber auch einen ordentlichen Zacken jetzt drauf. Was ist denn da los? Ach, das ist cool. Das gefällt mir. So sind wir dann doch ein bisschen flott unterwegs. Hallo, lässt du dich bitte töten? Ohne dich zu bewegen, damit ich nicht daneben klicken kann. Das wäre eigentlich ganz lieb. So... Leider nichts. Nicht genug Energie. Natürlich. Okay, dann wirken wir erst den und den. Damit die ersten schon mal ihre Ruhe geben. Und schön die Hexen vernichten, Hexen verbrennen. So. Gut, her damit. Was haben wir hier? Schrein der Meisterschaft. Kann bestimmt nicht schaden. Super, den haben wir auch noch erwischt. Achso, die kann ich auch so niederknüppeln. Die sind jetzt eigentlich nicht der Rede wert. Sondern schaue ich hier oben nochmal. So, weg mit euch. Und weg mit dir. Hier schön Stufen steigen. Wer liebt das nicht? Ah ja, die haben wieder diese komischen Speere dabei. So, hier geht's auch ganz schön hoch. Ich hoffe, wir müssen... Doch, wir müssen hierher. Deswegen gehe ich wieder runter und erkunde den unteren Pfad, der ja auch nicht so lang ist. Aber das ist eine Höhle. Aus der sind wir, glaube ich, nicht gekommen. Nicht, dass ich jetzt in die Höhle wieder reingehe, aus der wir gekommen sind. Aber ich glaube, die war weiter oben. Hältst du bitte still. So. Haben wir irgendwas drin, wenn sich der Helm ausgerollt hat? Nein, haben wir nicht. Schade, schade, schade. Ach, hier geht's auch weiter. Gucke mal an. So, weg mit euch. Und die kloppt mir auch nochmal nieder. Achso, natürlich. Ist wieder kein Zauber bereit, wenn man ihn mal braucht. Das kennen wir ja. So. Zack. Nein. Ach Mann. Ich hab's immer noch nicht gelernt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich vergesse beim Phantomschlag immer wieder, dass die Gegner sich resetten. Ja, und dann rennen die halt weg und stehen nicht mehr so schön zusammen und ich treffe nur noch die Hälfte der, ja, Kameraden. So, hier haben wir noch einen. Alles klar, dann haben wir unten auch alles, außer diese Höhle. Ich, warte mal, wir kommen aber von, ja, wir kommen von hier hinten irgendwo. Die Höhle ist jetzt nicht eingezeichnet, aber wir können ja mal hier reinschauen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Also, bis dann.